Gerät. Willkommen zu diesem Unboxing. Seit gestern ist diese Konsole hier draußen, die Tears of the Kingdom Zelda Edition. Und ich habe mir gedacht, ich habe sowas zwar noch nie gemacht, aber es wäre doch bestimmt ganz spannend, das mal zusammen auszupacken, beziehungsweise auf Video festzuhalten, weil ich glaube, dass die sehr, sehr, sehr schön aussieht. Man kann das hier auf der Rückseite schon sehen, wie die aussieht, die Joy-Cons und auch das Dock. Und ich habe mir gedacht, es ist vielleicht für euch auch ganz spannend, mal zu sehen, wie das aussieht. Ich würde sagen, wir schnacken auch gar nicht weiter drum rum, sondern machen das Ding direkt auf und gucken direkt rein. Am 12. Mai kommt ja Tears of the Kingdom raus für die Switch. Wer da live dabei sein will, checkt auf jeden Fall mal den Twitch-Link ab. Da bin ich eigentlich jeden Tag live und da werden wir auch Tears of the Kingdom livestreamen. Das ist der rechte Joy-Con. Sieht erstmal unspektakulär aus. Das Gold erinnert mich total an die Wind Waker Special Edition. Hinten weiß, vorne Gold. Sieht echt schön aus, oder? Gucken wir uns mal den anderen an. Mit dem Grün und Gold passt sehr, sehr gut. Hinten weiß, oh, hier nochmal ein schönes Logo. Sieht man das? Was ist das denn? Ich kann es nicht identifizieren. Vielleicht könnt ihr das identifizieren, was das ist für ein Logo. Schreibt es in die Kommentare. So, dann hole ich das mal alles raus und dann packe ich mal den Karton weg, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Das raus, das Dock ist noch interessant, die Kabel. Die interessieren wirklich keinen. Ansonsten ein HDMI-Kabel ist drin, ist ja normal. Strom. Und ich glaube, das war's. Ein HDMI, was ist das hier? Strom, ja. Strom, HDMI. Es gibt noch den berüchtigten, das wäre vielleicht noch mal interessant, ob der mittlerweile mit Lader ist, aber wahrscheinlich nicht. Ne, ganz normal. Das kann erstmal alles weg. So, schauen wir uns erstmal die Konsole an. Das ist ja nochmal sehr spannend. Von vorne sieht man erstmal gar nichts. Aber von hinten ein richtig schönes... Sieht man das auf der Kamera? Ja, so im Licht sieht man das. Das ist echt cool, oder? Und es, man fühlt es auch. Also es ist nicht, dass man es nur sieht, sondern man kann es auch fühlen. Das sieht echt schön aus, muss ich sagen. Oder? Was meint ihr? Ansonsten alles wie immer. Ist nur hinten die Rückseite, oben und unten ist nichts. Ja, alles so wie immer. So, weglegen. Und dann haben wir nur noch die Docking Station, doppelt und dreifach eingepackt sogar. Oh ja, die sieht gut aus. Das ist neu. Oder? Das ist neu. Ich habe hier gerade noch die alte OLED. Ah ne, ist nicht neu. Habe ich vorher nie gesehen. Aber ist ja vielleicht auch mal schön zu sehen, ne? Der Unterschied. So sah die normale aus, ne? Komplett weiß von der OLED. Und jetzt die Zelda. Oh mein Gott, die sieht viel krasser aus. Das sieht richtig gut aus. Hilfe! Direkt ein Vergleich. Ist auch ganz glatt. Also... ganz glatt. Ganz, ganz glatt. Es fühlt sich sogar so an, als könnte man dieses Cover hier vorne komplett wechseln, weil es ist komplett hier ein anderes Cover vorne drauf. Oben ist ganz normal das Switch-Logo. War vorher auch nicht. Sieht man das? Ja, da oben ist ein Switch-Logo. Und hinten noch ein bisschen Verzierung. An den Seiten nichts.
Aber das Cover ist richtig schön. Wenn jetzt so eine die Switch da drin ist. Nochmal die Joy-Cons ran. Das ist immer ein geiles Gefühl, ne? Die da ran zu machen. Dort. Vorsichtig rein, damit nichts zerkratzt. So sehe das dann aus. Sehr, sehr geil, wie ich finde. Und das ist auch schon alles. Können wir direkt einen Vergleich uns angucken? Sieht schon krasser aus mit dem Gold, oder? Und das Gold erinnert mich irgendwie total an Wind Waker. Okay, nicht so spannend. Ich hatte gedacht, vielleicht kommt hier eine Zelda-Animation. Hätte ja sein können. Und ja, sieht sehr, sehr schön aus. Wirklich. Sehr, sehr schön. Also von allen Special Edition, die bisher so rauskamen, gefällt mir die wirklich mit Abstand am meisten. Das ist auch der Grund, wieso ich mir die geholt habe. Mich würde sehr interessieren, was ihr in den Kommentaren dazu sagt. Und mich würde auch interessieren, ob ihr sowas öfter mal sehen wollt, so ein Unboxing. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne ein Follow da lassen und den Kanal abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens wieder am 12. Mai zu Zelda The Tears of the Kingdom. Haut rein, Leute.